Liebe Freundinnen und Freunde, die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist in Artikel 3 des Grundgesetzes festgeschrieben. 1994 wurde der Artikel ergänzt um den Zusatz: Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Wenn ich das so lese und an die lange Liste von Punkten denke, die noch immer schieflaufen, ungleiche Bezahlung, ungleiche Verteilung der Care-Arbeit und, dann muss ich mich doch fragen, womit einerseits die Bundesregierung, andererseits aber auch unsere sächsische Landesregierung in den letzten 25 Jahren so beschäftigt war, dass sie der Aufgabe nicht nachkommen konnten. Nur so am Rande mit dem Klimaschutz waren sie offensichtlich auch nicht beschäftigt. Es ist toll, dass so viel über Gleichberechtigung gesprochen wird, auch hier und heute. Aber es reicht leider nicht aus, Gleichberechtigung zu fordern, ohne konkret zu werden. Um ein Beispiel zu nennen: Es ist nun einmal so, dass Frauen schwanger werden. Und leider ist es demnach auch nicht zu verhindern, dass bei einer Personalentscheidung genau dieses Argument eine Rolle spielen kann. Deswegen reicht es eben nicht, nur darüber zu sprechen, dass Frauen benachteiligt werden, sondern dann muss darüber nachgedacht werden, wie man diesem Problem beikommt. Und diese konkreten, lösungsorientierten Debatten und Konzepte, die fehlen mir dahingehend. Ergänzend dazu braucht es auch ein gesellschaftliches Umdenken. Wir müssen uns von den tiefsitzenden Geschlechterstereotypen trennen und nicht hinterfragte männliche Privilegien eben doch hinterfragen. Allerdings sollten wir auch nicht den Fehler begehen, Gleichstellungspolitik lediglich auf Mann und Frau begrenzt zu begreifen. Denn die Problematik von fehlender gesellschaftlicher Wertschätzung und Repräsentation betrifft auch und vor allem Menschen, die sich keinem der beiden Geschlechter zugehörig fühlen. Deshalb stehe ich für ein Verständnis von Feminismus, welches über die Geschlechtskategorie Frau hinaus Menschen einschließt. Eine ganz wichtige Ressource, um dieses Umdenken anzustoßen, sehe ich im Bildungsbereich. Ich konnte beispielsweise in meinem Studium Gender Studies belegen. Und deswegen kann ich jedem widersprechen, der von Gender-Gagaismus redet und behauptet, dass das doch alles nur Gequatsche unbefriedigter Frauen sei. Dieser absurde Vorwurf zeigt doch: Um dieses gesellschaftliche Umdenken zu verwirklichen, braucht es einerseits Frauen, die auf die ungleiche Behandlung hinweisen und klare Forderungen stellen, was sich ändern muss. Es braucht aber ebenso aufgeschlossene Männer, die diese Forderungen nicht als lächerlich abtun, sondern diese feministischen Positionen ebenfalls vertreten. Nur dann kann es eine Gleichberechtigung auf Augenhöhe geben. Natürlich habe ich mir die Zusammensetzung des Sächsischen Landtags angesehen, und dass der Frauenanteil bei 33% liegt, war euch vermutlich schon bekannt. Kommen wir doch aber mal zu anderen Statistiken, die daraus hervorgehen. Wisst ihr denn, wie viele Abgeordnete es gibt, die jünger als 30 Jahre sind? Ich sag's euch, Valentin weiß es, es sind genau 3. Genau 3. Es gibt im Sächsischen Landtag mehr Abgeordnete, die im Jahr 1950 geboren wurden, als Abgeordnete, die unter 30 sind. Das ist ein Fakt, der mich tatsächlich erschrocken hat und einer, dem ich mit meiner Kandidatur entgegenwirken will. Junge Menschen haben andere Interessen, andere Prioritäten und andere Sichtweisen auf die Welt. Dass die junge Generation nicht aus politikverdrossenen Menschen besteht, das beweisen sie aktuell jeden Freitag aufs Neue. Und offensichtlich braucht es ja eine Greta, damit die selbsternannten Profis ans Werk gehen. Junge Menschen, die sich am Nachmittag nochmal hinsetzen und den Stoff nachzuholen. Ich wünschte, dass unsere Regierung ein solch engagiertes Verhalten an den Tag legen würde, wie diese Schülerinnen und Schüler es tun. Und obwohl heute schon so viele Reden gehalten wurden, finde ich es total cool, dass ich ein Thema auf Lager habe, über das bislang noch nicht gesprochen wurde und ich euch somit auch ein bisschen was Neues erzählen kann. Seit geraumer Zeit beschäftige ich mich nämlich mit einem Phänomen, das man bislang nur von älteren Damen und Herren kannte: Einsamkeit. Studien belegen, dass die Einsamkeit mittlerweile bei den 18- bis 35-Jährigen am höchsten ist. Ein naheliegender Grund dafür ist die Verschiebung der alltäglichen Kommunikation auf Messenger-Dienste. Aber auch die zunehmende Mobilität leistet einen unbestreitbaren Beitrag zu dieser Vereinsamung. Zieht man für Studium, Ausbildung oder Job in eine andere Stadt, so verlässt man nicht nur das vertraute Umfeld, sondern zwangsläufig auch den Freundeskreis. Und wie wir alle wissen, wird es mit zunehmendem Alter nicht einfacher, neue Freundschaften zu schließen. In unserer individualistischen Zeit wird oft der Einzelne für seine Einsamkeit verantwortlich gemacht. Aber es ist eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft, alle einzubinden und auf andere zuzugehen. Vereinsamung kann und muss auf vielen Ebenen diskutiert werden. Gesellschaftlich, ja, aber auch politisch.
Und im besten Fall finden sich Lösungen, die sowohl für junge als auch für alte Menschen gleichermaßen Abhilfe schaffen. Beispielsweise Mehrgenerationenhäuser oder auch Mehrgenerationenspielplätze, die ja momentan auch schon als Begegnungsstätte dienen. So kann auch durch die Art und Weise, wie eine Stadt gebaut und gestaltet wird, der zunehmenden Vereinsamung entgegengewirkt werden. Noch mehr sozialpolitische Projekte können angestoßen werden. Und auch aus gesundheitspolitischer Sicht ist es wichtig, besser früher als später zu reagieren. Denn Einsamkeit geht oft mit Depressionen und Ängsten einher. Und deshalb ist es wahnsinnig wichtig, ein größeres Bewusstsein für das Thema und auch für seine Folgen zu schaffen. Liebe Freundinnen und Freunde, zuletzt möchte ich euch noch was zu meiner Person erzählen. Ich bin 25 Jahre alt, lebe seit anderthalb Jahren in Dresden, studiere den Master Politik und Verfassung an der TUD und stehe darin kurz vorm Abschluss. Ich arbeite als wissenschaftliche Hilfskraft an der Uni und nebenbei auch für unseren geschätzten Valentin, weswegen vielleicht einige meine Stimme bekannt vorkommt. Und kurz zu meiner Kandidatur. Ich dachte, dass ich älter sein müsste, um für die Landesliste zu kandidieren. Dass ich mehr Erfahrung bräuchte, mehr wissen müsste und vor allem mehr Leute kennen müsste. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Denn wenn ich die Interessen von jungen Menschen vertreten möchte, dann kann ich das am besten als junger Mensch. Wenn ich den Anteil von Frauen im Parlament erhöhen möchte, dann kann ich das am besten als Frau. Und damit komme ich doch zu dem Schluss, dass es keinen besseren Zeitpunkt gibt, als genau jetzt zu kandidieren. Jetzt, wo ich diese Kriterien auf mich vereine und die zeitlichen Kapazitäten dafür habe, und nebenbei auch die Unterstützung aus meinem privaten Umfeld. Ich möchte gern mein Wissen, meine Kraft, meine Gedanken, Ideen und meine Nerven dafür geben, Sachsen zu einem grüneren Land zu machen. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich bei diesem Vorhaben unterstützt. Vielen Dank. Applaus